Ich habe ihr in die Hand gebissen, damit sie das Tagebuch loslässt. Gut. Es wäre besser gewesen, wenn Sie von Anfang an die Wahrheit gesagt hätten. Die Situation war zu kompliziert für jede Art von Wahrheit. Was stand in den Büchern, dass die Wenzel sie unbedingt vernichten wollte? Die Geschichte einer verhängnisvollen Affäre. Sie hat ihn wirklich geliebt, ihren Mann. Wie Sie sagten, sie hat ihn angebetet auf eine schon widerwärtige Art, wie er später in sein Tagebuch schrieb. Gabriele Wenzel wollte geheiratet werden und er hatte nicht die Absicht, seine Familie zu verlassen. Dann hätte er sich schuldig fühlen müssen. Und das hätte Herbert nicht ertragen. Ja, seine Gefühle veränderten sich, sie wurde ihm lästig. Und sie begann ihn zu erpressen. Womit? Seine Briefe. Später zwang er sie, sie zu vernichten, aber sie hatte mit den Luxemburger Nummernkonten ein Ass im Ärmel. Vermutlich ist das der Grund, warum er sie immer wieder hingehalten hatte. Charlotte hat mir nicht alles zu lesen gegeben, aber er hat vieles weggelassen. Ich meine, manches klingt so, als sei es für die Nachwelt verfasst. Ich werde sie lesen, seine Bücher. Vielleicht finde ich einen Teil von ihm, den ich nicht kannte. Vielleicht. Er hat viel über Politik geschrieben, wenig über seine Gefühle.